Hallo liebe Interfans, wir sitzen hier in Radefeld kurz nach dem Training und zwar dem vorletzten Training, bevor es dann losgeht. Und zwar in die neue Oberliga-Saison des FC International Leipzig. Und neben mir sitzt natürlich euer Trainer und wir haben uns gedacht, wir fragen einfach mal den Trainer, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Heiner, Frage an dich, wie ist die Vorbereitung gelaufen? Ja, die war sehr kurz, ja, weil wir die Oberliga-Saison relativ spät abgeschlossen hatten. Aber ich glaube, wir haben jetzt in 4 Wochen, glaube ich, 56 Trainingseinheiten hinter uns, wo wir permanent an unserer Spielphilosophie weitergearbeitet haben, wo wir den neuen Spielern erstmal die PS zugefügt haben, die du einfach auch brauchst, um so viel zu pressen. Ja, und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich meine, wir fangen ja auch einige Neuzugänge direkt an zu spielen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass auch die Jungs das annehmen, was wir hier denen vorgeben. Wie viele Neuzugänge haben wir hier bei Inter? Oh, das schwankt ja immer, auch abhängig gerade davon, wie die Visumsituation ist. Aber nein, ich glaube, wir haben in der Stammelf, wenn jetzt sich nicht mehr jemand verletzt, in den letzten Malen, glaube ich, 4 Neuzugänge, das ist ja immer relativ viel eigentlich. Ne? Kann man über die Neuzugänge was sagen? Ja, wir haben grundsätzlich wie immer nur im Segment wenn man will, Top-Talente aus der Region als auch europaweit gesucht, was in unserem Budget liegt. Wir haben alle Spieler im Moment bis auf 3 im ganzen Kader, die über 23 sind. Alle anderen sind wirklich ganz, ganz jung. Wir haben einen 17-Jährigen verpflichtet, Niklas Opolka, der jetzt 18 ist. Wir haben heute. Kommt von der B, ne? Genau, wie auch Pavel Schnabel. Die beiden sind blutjung und super wild und das zeigt eigentlich auch den Weg wieder, den wir hier gehen. Man hat viele Spieler auch heute beim Training noch gesehen. Wie siehst du eigentlich so den Weg in die Serie Oberliga-Saison? Naja, also ich sehe das als erstes mal, dass wir unsere Spielphilosophie festigen müssen. Wir sind eine junge Mannschaft, wir werden immer zu jeder Transferperiode Gefahr laufen, unsere besten Spieler zu verlieren. Das ist einfach so und das ist auch richtig so, finde ich, weil letzten Endes sind wir ein Ausbildungsclub hier und wir bedienen uns ja auch derer Talente, die dann irgendwo anders meinen, sich uns anzuschließen. Die kommen ja nicht wegen hier, weil sie viel Geld verdienen, sondern weil sie den Weg mitgehen wollen. Ne? Weil wir auch dafür bekannt sind, dass wir gut mittlerweile ausbilden hier. Und ich meine, die Referenz mit Kai Druschki, mit Marcello, mit Marcel Noll, alle, die hier mal waren und heute ihr Geld mit Fußball verdienen, ist ja auch die richtige irgendwo. Brasilianer sind dabei, Finnen sind dabei, Armenier sind dabei, also im Prinzip noch bunter geworden als vorher schon. Am Samstag geht das Spiel los gegen Jena, erstes Einstiegsspiel, Cartagena 2. Wie sind so die Aussichten? Na, grundsätzlich ist es ja so, gegen zweite Mannschaften ist das Spieltempo immer relativ hoch, weil die auch wahrscheinlich nach jedem Ballgewinn nach vorne spielen, ähnlich wie wir. Ich hoffe, dass es ein Spiel wird, wo wir nicht auf ganz engen Raum angreifen müssen, auf großen Raum verteidigen, sondern dass es ein Spiel wird, wo es wirklich hin und her geht. Und aus diesem Chaos heraus glaube ich, dass wir besser sind. Wir sind sehr, sehr schnell, wir sind sehr, sehr gut nach Balleroberung und auch nach Ballverlust wieder. Und das ist halt schön, wenn eine Mannschaft das auch spielt, anstelle wenn du jetzt gegen 10 Leute spielst, die sich da vom 16er den Booster parken. Das ist nicht nur nicht so. Das haben wir auch gesehen in der Vorbereitungsspiele, sehr gut gelaufen, alle Spiele, fast alles gewonnen. Gute Unentschieden gegen Wacker Nordhausen zum Beispiel und Zwickau auch. Wie sieht es denn aus, eigentlich die Vorausschau für die Saison? Was hast du denn vor mit deiner Mannschaft? Wie ich gerade sagte, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Wir wollen natürlich alles gewinnen. Wir wollen hoch, ist doch auch logisch. Wir brauchen ja keinen Hehl rausmachen, dass die Spieler natürlich auch sehen, dass wir hier Zweiter wurden letztes Jahr unter noch schlimmeren oder unter wirklich widrigen Bedingungen zum Teil. Und jetzt sind wir wirklich ein Fußballverein. Und jetzt ist natürlich auch die Ambition da, dass wir dann auch uns belohnen mit dem Mehraufwand, den wir hier betreiben. Also die widrigen Bedingungen waren zum Beispiel, es hatten Bälle gefehlt, das hast du immer so schön in Interviews gesagt. Aber spekulieren ganz viele, weil natürlich Halberstadt aus der Regionalliga runtergekommen ist. Bischofswerda hat viel getan, Plauen hat auch viele neue Spieler auch zum Beispiel auch aus Dresden bekommen. Wer ist denn wirklich der Favorit in diesem Jahr? Ja, man kann uns ja gar nicht mit den Mannschaften vergleichen, weil das Segment, wo die ihre Spieler herbeziehen, das sind Spieler, die alle schon bewiesen haben, dass sie es können. Wir haben die Spieler, die es hier beweisen sollen. Also wir interessieren uns permanent nur für Spieler, die ihren ersten oder zweiten Vertrag hier unterschreiben. Und wenn die Spieler, ich sehe ja auch, was Halberstadt und Plauen macht, das sind ja eher Spieler, die ihren letzten oder vorletzten Vertrag unterschreiben. Und da ist ja ein anderer Beweggrund, auch hinzugehen. Wahrscheinlich hat das mit Geld zu tun. Wird nie unser Weg werden. Und es wird ein Kampf der Systeme werden. Klar, eines, was muss und eins, was will. Und am Ende glaube ich, dass wir da den richtigen Weg einschlagen werden. Klingt sehr gut, Heiner. Ihr seid gut vorbereitet, sieht gut aus, sah in der Vorbereitung gut aus. Und ich glaube, wir Fans freuen uns auch drauf, wenn es endlich losgeht gegen Jena. Schaltet ein. Und übrigens, es wird auch wieder Radio geben. Immer drauf achten. Bis dann. Tschüss.